Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Im ersten Video zur Bestimmung der Amortisationsdauer haben wir uns überlegt, dass man, wenn man diese Amortisationsdauer bestimmen will, irgendwie die Kapitalwertformel benimmt. Und das ist ja in der Investitionsrechnung oft der Ansatz der Wahl. Und die Bedingung ist eben, dass der Kapitalwert genau 0 sein muss und dabei diese letzte Periode T, bis zu der ich die Cashflows abzinsen muss, eben unbekannt ist. Irgendwie muss ich also den Wert dieser letzten Periode ermitteln. Und das haben wir dann für ein Beispiel getan. Es gab irgend so eine Investitionsreihe mit Cashflows und einer Investition am Anfang. Es gab einen Zinssatz, der war gegeben. Und das Schema funktioniert dann eben so, dass man Cashflows so lange bestimmt für jede Periode, bis man irgendwann einen positiven Kapitalwert bekommt. Und da bricht man dann ab. Denn dabei muss man ja einen Wechsel von einem negativen zu einem positiven Kapitalwert gehabt haben. Dementsprechend liegt die Amortisationsdauer irgendwo zwischen Periode 4 und 5. Das war jetzt aber relativ unbefriedigend. Denn wenn wir sagen können, dass wir also auf jeden Fall bis zur fünften Periode diese Investition nutzen müssen, bis sie sich amortisiert hat, könnte man ja jetzt fragen, je nachdem wie genau diese Auflösung der Perioden ist, ist es jetzt irgendwo ganz am Anfang der fünften Periode, irgendwo ganz genau am Ende? Man weiß es nicht so richtig und das ist immer blöd. Deswegen macht man sich dann nochmal etwas mehr Gedanken und kommt dann zu folgender Überlegung, die wir uns jetzt mal gerade anschauen. Wir malen mal die Kapitalwertkurve. Nein, das ist noch nicht so ganz gerade geworden, das machen wir nochmal. Also wir malen mal die Kapitalwertkurve und zwar über der Zeit. Das hatten wir beim internen Zinsfuß auch schon mal gemacht. Da sah das allerdings ein bisschen anders aus. Da war der Zinssatz variabel. Hier geht es ja jetzt um die Zeit, die wir suchen. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man sich diese Kapitalwertkurve vorstellen kann. Also man hat jetzt irgendwie eine Anzahl von Perioden. In unserem Fall waren das ja 1, 2, 3, 4, 5. Die erste Möglichkeit, wie man sich diesen Verlauf der Kapitalwertformel jetzt vorstellen kann, ist dieser. Man hat die ganze Periode immer über einen Kapitalwert, dann kommt der neue Cashflow, das heißt, der Kapitalwert springt auf einen neuen Wert und dann bekommt man so ein Stufenmodell und dann irgendwann bricht man eben hier am Ende der fünften Periode durch diese T-Achse und kommt dann hier zu diesem letzten Wert. Das waren 91,78. Wenn das so wäre, wie wir das hier aufgemalt haben, dann wäre das blöd. Denn dann könnte man da gar nicht viel ausrechnen. Dann gäbe es am Ende der Periode immer einen so einen Cashflow und gut wäre. Dann könnte man auch nicht ganz genau die Amortisationsdauer bestimmen. Wir gehen jetzt hier mal von Folgendem aus. Je nachdem, wie diese Perioden gewählt sind, wenn das zum Beispiel ganze Jahre sind, dann ist es ja unrealistisch, dass einmal am Ende dieses Jahres die Investition einen Cashflow generiert. Wir gehen mal davon aus, dass sich über diese Periode der Cashflow linear verteilt. Und wenn das so ist, dann kriegt man ja so eine lineare Funktion, die quasi immer zwischen zwei so Stützpunkten verläuft. Dann sieht das also ungefähr so aus. Und das könnten dann zum Beispiel die Cashflows sein, die linear über die Monate einer Periode generiert werden. Und dann sieht man ja an dieser Stelle hier, dass man die Amortisationsdauer T-Sternchen doch ganz genau ausrechnen kann. Und das ist gut und das wollen wir jetzt nochmal gerade machen. Das heißt, was ist also der Ansatz, um diese Amortisationsdauer ganz genau zu bestimmen? Bestimme die Nullstelle der Geraden, die zwischen den Kapitalwerten von t gleich 4 und t gleich 5 liegt. Und das tun wir dann jetzt auch mal gerade eben. Wie funktioniert das nochmal mit so einer Geraden? Die Ansatzfunktion lautet y ist gleich
m mal x plus b. Das kennt man ja noch aus der Schule. Für y setzen wir die Kapitalwerte ein von 4 und 5, denn irgendwo hier zwischen 4 und 5 durchbrechen wir ja die t-Achse in Anführungsstrichen unten in der Zeichnung hier, diese t-Achse. Das heißt, irgendwo hier ist der Kapitalwert zwischen minus 32 und 91 halb mal 0. Also hier kommen die Kapitalwerte rein. M ist die Steigung. X sind die Perioden. Und B ist der Y-Achsenabschnitt. Der gehört zu einer geraden Funktion einfach dazu. Da schneidet diese Gerade die Y-Achse. Ja, wie funktioniert das Ganze dann? Also wir packen uns diese beiden Punkte mal raus. Die Variablen x sind halt hier dann 4 und 5 und y minus 32 und 91,78. Also schreibe ich mal auf, ich habe also zwei Stützpunkte für diese Gerade, nämlich 4 minus 32,41 und p2 ist 5. Da kann auch ein Gleichheitszeichen schon dazwischen. P2 ist gleich 5, 91,78. Und dann gibt es ja die Formel für die Bestimmung der Steigung. Das ist ja dieses Steigungsdreieck, das kennt man hoffentlich alles noch. Y2 minus Y1 durch X2 minus X1. Wenn man dann die Punkte entsprechend einsetzt, das lasse ich hier mal raus, ist das 124,18. Das ist also die Steigung der Geraden. Dann nimmt man nochmal einen Punkt, zum Beispiel P1 und M, und setzt das in die Gerade ein. In die Gerade einsetzen. Und dann kann man damit B ausrechnen. Und wenn man das richtig tut, dann kommt man auf minus 529,12. Das wäre also der Kapitalwert bei T gleich 0 bezogen auf diese Gerade hier. Und dementsprechend hat man dann also folgende Funktion. Y ist gleich die Steigung hier 124,18 mal x minus 529,12. Und jetzt wollen wir ja ganz genau auflösen, wo ist denn jetzt diese Amortisationsdauer? T Sternchen. Dafür muss ich die Nullstelle dieser Funktion bestimmen. Das heißt, ich setze y gleich 0 gleich diese Funktion hier, 124,18 mal x minus 529,12. Und wenn ich das nach x umforme, das ist ja genau diese Amortisationsdauer T-Sternchen, die ich suche, dann bekomme ich daraus 4,26. Das ist auch nicht überraschend. Wenn man davon ausgeht, dass sich die Cashflows von minus 32 bis 91 ungefähr linear verteilen, dann ist man ja ziemlich schnell schon bei 0. Man muss ja dann bis zur Ende der Periode noch bis zu 91. Das heißt, man durchbricht also vielleicht schon in diesem Fall jetzt im ersten Viertel, also quasi so ungefähr im März, wenn das hier Jahre wären, die T-Achse, hat da also die Amortisationsdauer und ist dann fertig. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir jetzt hier uns angeschaut haben. Und dann sind wir damit auch durch. Also wir wollen die Amortisationsdauer bestimmen. Die Amortisationsdauer ist die Zeit, nach der sich eine Investition wieder selbst erwirtschaftet hat. Dafür nimmt man die Kapitalwertformel und bestimmt für eine gegebene Zahlungsreihe, so wie wir das hier getan haben, den Kapitalwert nach jeder Periode. Und kommt dann zu dem erstmal nicht ganz so befriedigenden Ergebnis, dass irgendwann zwischen der vierten und fünften Periode sich die Investition amortisiert hat. Wir können aber noch nicht genau sagen, wann. Wir wollen dann jetzt aber doch ganz genau sagen, wann. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten, wie man sich die Generierung dieser Cashflows vorstellt. Nämlich entweder hat man quasi pro Periode am Ende der Periode mal einmal diesen Cashflow. Dann ergibt sich dieser dieser Treppenverlauf. Das ist doof, denn dann müsste man tatsächlich akkurat sagen, hier bei 5 habe ich die Amortisationsdauer erreicht. Wenn man sich das Ganze etwas realistischer über eine gleichmäßige Verteilung über die Perioden vorstellt, kommt man zu diesem linearen Verlauf. Man kann also für diese letzte Periode eine lineare Funktion aufstellen mit den Punkten, die dazugehören aus der Tabelle, bestimmt die Steigung und hat dann am Ende eine Gerade, bestimmt die Nullstellen dieser Gerade
kommt damit auf die Amortisationsdauer und ist fertig.